Ja, so, jetzt bauen wir mal die Brücke erst. Erstmal die Brücke verbreitern. Da hatten wir gesagt, brauche ich dann Steinziegelstufen. So. Oder wir machen das mit den Dingern, oder wie oder was? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Machen wir das mit denen? Wir haben außen Sandstein, ne? Den muss ich dann ja auch noch abkloppen. Also Sandstein. So, da haben dann iranische Studenten, wobei man nicht weiß, ob das wirklich Studenten waren, aber iranische Studenten haben die amerikanische Botschaft besetzt in den 70er Jahren im Iran und haben die Mitarbeiter als Geiseln genommen. Das ist eigentlich ein Unding. Ja, die Deutschen haben auch da Probleme mit der Botschaft von Nordkorea, weil auf dem nordkoreanischen Botschaftsgelände eine Unterkunftsgebäude für junge Leute ist, die Berlin besuchen, preiswert ist, ein Hostel. Und da verdient die koreanische Botschaft, die nordkoreanische Botschaft mit und die Deutschen können da nicht so einfach rein. So ist das. Und das schließen polizeilich. Das ist also exterritoriales Gebiet, wenn man so will. So, dann mache ich mal hier alles ein bisschen größer. Ach so, ich habe... Okay. Jetzt sehe ich, was ich habe. Ja, und das ist dann das Problem bei der nordkoreanischen Botschaft und wenn man sich da nicht drum schert. Und dann doch in die Botschaft geht und Geisel nimmt, dann ist es alles nicht so gut, nicht so gerne gesehen. So, was hatten wir, Sandstein? Da. Auf die Weise, aber so geht es. Ja. Hier das gleiche. Ups. Nee, das sollte man vielleicht doch besser anders machen. Indem man hier vielleicht das Ganze mit der Shift-Taste macht. Ups. So. Dieses Zweierding ist doch ein bisschen schmal, also deswegen habe ich mir jetzt gedacht, machst du das größer. Hat mir nicht mehr so ganz gefallen. Machen wir das erstmal nur so weit. Bis da noch weitermachen, mal sehen.
Ja, und so ist die Feindschaft zwischen USA und Iran entstanden. Wie gesagt, die Iraner gehören zur Achse des Bösen und so weiter. Und dann, aber selbst Obama war ja von den Iranern nicht so ganz positiv überzeugt, aber immerhin hat es dann mit Hilfe einiger anderer Staaten, Russland, China, Deutschland, Frankreich, England, dazu gereicht, dass mit den Iranern ein Atomabkommen, ich will es nicht sagen aufgezwungen hat, nein, aber hat man mit denen vereinbart, sage ich mal so. Und ein bisschen Zwang war da schon dahinter, nicht wahr? Nach dem Motto, wir werden die Sanktionen, die wir jetzt gegen dich haben, werden wir einstellen, wenn du diesen Atomdeal mitträgst. So. Und dann irgendwann wurde Donald Trump gewählt. Das mag man nun gut finden oder nicht. Das ist die Entscheidung des US-amerikanischen Volkes. Da haben wir gar nichts zu meckern. Aber ja, die Frage ist halt, ob der wirklich gut ist, auf den gut für die Amerikaner ist, ja. Ob er denen was Gutes tut. Make America great again. Ja, gut, okay. Aber es ist so, wie es ist, sagen wir mal so. Und er ist halt jetzt Präsident und er hat dann gesagt, ja Leute, was kümmert mich der von Obama ausgehandelte Vertrag? Der Vertrag ist Mist und den werden wir einfach kündigen. Fertig, aus, Ende Gelände. Kündigung. Ja, wegen Eigenbedarf hätte ich beinahe gesagt. So, und jetzt haben wir hier unten natürlich die Platten da reingelegt. Die könnte man vielleicht besser von unten abkloppen, dann fallen sie uns auf den Kopf hier. Mal sehen. Naja, so ganz auf den Kopf weiß ich jetzt auch nicht. Sie fallen gar nicht auf den Kopf. Sie fallen hier oben hin. Konzentriert arbeiten und nicht mit irgendwelchen Geschichten hier ablenken lassen. Jetzt können wir das noch abhauen, abhacken. Ja, dann hat also Donald Trump diesen Vertrag gekündigt, von dem er nicht überzeugt war, und hat gesagt, Leute, das
gefällt mir nicht. Das ist der schlechteste Deal, den es seit Jahren gegeben hat. Und von daher kann ich mich bei euch hinlegen. Wie dunkel ist es denn schon? Da müsste doch gleich funktionieren, ne? So, der schlechteste Deal, den es jemals gegeben hat. Und tut mir leid, das wird gekündigt wird. Deswegen gibt es dann auch mehr, wie heißt das hier, mehr Sanktionen. Und dann nach den Sanktionen runtergefallen. Ich dachte, ich hatte alles, aber so ein bisschen ist dann doch mal daneben gestürzt. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Aber das meiste haben wir mitbekommen. Jo. So, jetzt muss ich noch die machen. Wo habe ich meine Werkbank? Die war hier, ne? Da, genau. Machen wir die Brücke ein bisschen breiter, dann sieht sie großzügiger aus hier vorne. Ja, und so ist das. So sind sie also die besten Freunde. Vielleicht mal gewesen irgendwann und jetzt nicht mehr. Und das machen wir auch eins tiefer, ja. So, sind sie da? Die Brücke sieht doch gleich etliches repräsentativer und schöner aus, wenn sie so breit ist, 4 Meter breit. Also so war sie ja auch das letzte Mal, als ich sie gebaut hatte. Jetzt hatte ich gedacht, sparst du mal ein bisschen an Breite, weil ich ja hier auch noch die Zuwegung anders gemacht habe. Aber irgendwie ist es alles denn doch nicht so das Wahre. So, wenn man da jetzt dann, ja, das ist doch was ganz anderes. Vielleicht kann man da sogar noch sowas drüber bauen. Es ist ja schade, dass ich hier wirklich in dieser 1.12 noch nicht diese schönen Lampen habe, die man bei der 1.14 hat. Aber ich kann ja nur die 1.12 nehmen, weil es für die 1.14
meines Wissens diesen Mod noch nicht gibt oder diese Modifikation. Aber das kommt vielleicht oder auch nicht. Also bei manchen Modifikationen, die werden einmal gemacht für irgendeine Version und dann war es das. Und dann muss man halt, wenn man die Modifikation spielen möchte, dieses alte Ding spielen. Aber hier bei den Seitenwegen reicht das mit der 2 Breite. Dieser ist ja noch breiter, da ist ja 5 breit. Kurzfristig mal. Das bauen wir ja sowieso alles um. So. Ja, die Taverne ist leider wirklich ziemlich teuer. Das muss ich schon sagen, über 40. Aber irgendwann kriegen wir das auch hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so teuer ist. 40. Naja. Müssen ja eigentlich ausreichen und zwar ganz genau passend, falls ich nicht unterwegs einen verloren habe. Denn wir haben ja die nur verschoben um einen mehr oder weniger. Und hier sogar noch was gespart. Bisschen was. So, ist jetzt das da. So. Komme ich nicht dran. Ei. Da kann ich auch meine ganzen Steine nehmen. Inventar ist das I, bitte, so. So, das ist auf der Seite. Und jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Da ist das etwas leichter. Länder und dann die Fackeln drauf und dann geht's ab. Huhn, beeil dich, sonst kommst du nicht mehr rüber. Willst du gar nicht? Okay. Neunzehn, ja, müsste reichen. Wie gedacht. So. Okay, das ist dann doch. Das ist schöner, genau. Das passt besser hier, glaube ich. Also irgendwie hat mir das im ersten Moment zwar gefallen, aber dann halt doch nicht mehr. Und das habe ich dann beim Schneiden gemerkt und können wir ja ändern, ist ja alles kein Problem. Ja, wir können ja bei Minecraft alles abreißen, neu bauen, obwohl, wenn man mit Rummelsberg nicht zufrieden ist. Ganz Rummelsberg bauen und neu kaufen, abreißen und neu bauen. Guck mal, da haben wir jetzt schon wieder
1000, nee, 800 Folgen fast, seitdem wir diesen Eingang gebaut haben. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, passt nicht ganz. Merkt aber keiner. So, wird schon wieder dunkel, sieht fast so aus. Was sagt die Uhrzeit? Sunset, sagt er rechts. Oh, falscher Weg. Sunset. Oben rechts, oberhalb der Minimap steht das. Hier sind ja meine Betten drin.